Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Und zwar die Sachen, die wir im April 2021 aufgebraucht haben. Und das ist doch eine ganze Menge geworden. Starten wir mit der Isana Schaumseife White Blossom. Wir mögen super gerne Schaumseifen. Momentan haben wir eine Cremeseife im Bad stehen. Die fand ich so süß von Balea. Diese hier von Isana haben wir jetzt das zweite Mal aufgebraucht und die war ganz gut. Ich mag ja gerne Schaumseifen, allerdings ist der Schaum von dieser Isana Schaumseife nicht ganz so fest. Der ist eher ein bisschen flüssiger. Von daher würde ich die jetzt nicht unbedingt nachkaufen, aber ich glaube, das war auch eine limitierte Edition, steht nicht drauf, aber White Blossom, weiß ich nicht, ob es die im Standardsortiment gibt. Riechen tut die ganz gut, so leicht blumig. Also kann man auf jeden Fall nehmen. Ich mag auch gerne die Schaumseifen von Sacrotan. Die sind noch ein bisschen fester vom Schaum und die machen auch schön sauber. Dann aufgebraucht Balea Deo Spray Kirsche. Da weiß ich auch nicht, ob es das noch gibt. Das ist schon uralt. Das haben wir benutzt, um im Bad ein bisschen schönen Duft zu machen. Wenn die Katze zum Beispiel auf der Toilette war oder so, dann haben wir das als Raumduft benutzt, weil ich benutze keine Sprühdeos mehr und kaufe auch keine mehr. Ich habe jetzt eins gekauft, weil mir der Duft so gut gefallen hat von Balea, das mit der Fee drauf, und das Verpackungsopfer in mir hat natürlich auch zugeschlagen bei dem Produkt. Hier bin ich ganz froh, dass es leer ist. Der Duft war sehr süß, gar nicht unbedingt sehr kirschig, aber sehr süßfruchtig. Also ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich glaube nicht. Dann ein Axe Eau de Toilette Gold Temptation, das hat Herr Muffin aufgebraucht, beziehungsweise das ist gerade noch in Benutzung, aber er hat die Verpackung schon mal reingeschmissen. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das aufgebraucht ist. Das riecht ganz gut, also es gefällt uns ganz gut. Das habe ich bei Motatos gekauft. Motatos ist eine Seite, wo ihr Lebensmittel und Kosmetika retten könnt. Und dann kriegt ihr das für einen unschlagbaren Preis. Also ich habe für das Eau de Parfum jetzt irgendwie 3,80 bezahlt oder so. Also kann man gar nicht meckern. Dann die Odolmed 3 All-in-One Schutz, frische Minze, Rundumschutz. Das Mundwasser hat Herr Muffin aufgebraucht. Das mochte er nicht ganz so gerne. Das hat ihm irgendwie nicht so gut geschmeckt. Aber ich kenne mich bei Mundwasser auch jetzt nicht so aus, weil ich benutze kein Mundwasser. Dann fast aufgebraucht Balea Handlotion. Das war aus dieser Jahrmarkts Edition. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Das ist ewig her. Die ist auch abgelaufen 12/18 und die ist jetzt auch gekippt. Also da ist vielleicht noch so viel drin, vielleicht so ein Drittel. Aber das riecht einfach nicht mehr gut. Die habe ich noch ziemlich lange benutzt. Die Handcreme an sich war gut, hat gut geschützt, hat die Hände schön sanft und weich gemacht. Also an sich, die Handcreme war gut, aber jetzt ist sie leider gekippt. Dann habe ich ein paar Masken gemacht. Ich versuche mal ein bisschen die einzelnen Marken euch zu zeigen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Tuchmasken von Garnier gemacht. Aus der Hydra Bomb Reihe. Und die sind von der Pflege her, finde ich die super, aber von der Passform gefallen sie mir nicht so gut, weil der Mund ist ganz klein und die Augen sind ganz klein. Und hier in dem Bereich liegen die auch nicht so gut an. Von daher
würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt nachkaufen. Ich brauche die jetzt noch auf, die ich habe. Aber das ist, glaube ich, noch eine von den Hydra-Bomb-Tuchmasken. Und die sind ja auch nicht ganz günstig. Von daher würde ich dann eher auf Isana oder Balea zurückgreifen. Die sind von der Passform her, was ich bis jetzt so rausgefunden habe, ein bisschen besser. Wir haben hier einmal mit Grünteeextrakt diese hier. Dann zweimal Traubenkernextrakt und Hyaluronsäure, intensiv straffend und feuchtigkeitsspendend. Dann einmal die Hydra Bomb Tuchmaske Nacht, Tiefseewasser, Kornblumenextrakt und Hyaluronsäure. Und einmal die intensiv feuchtigkeitsspendende und Glow-Boosting-Maske mit Sakura-Extrakt und Hyaluronsäure. Also ich war fleißig, was Masken angeht. Machen wir doch gleich mit Masken weiter. Da haben wir einmal den Mops von Action. Der war von der Passform her sehr gut und von der Feuchtigkeitswirkung her auch. Dann haben wir hier Hydrogelmaske Lavender. Die hat Herr Muffin gemacht. Die fand er auch ganz gut. Hat auch gar nicht so doll nach Lavendel gerochen. Die war auch schon abgelaufen. Aber die war trotzdem gut. Und diese hier, die Folientuchmaske von Isana mit Holo-Effekt. Die fand ich leider nicht so gut. Die Passform ging. Aber von der Pflege her, also sie war sehr, sehr, sehr feucht getränkt. Aber von der Pflege her habe ich da nicht viel gemerkt, leider. Dann habe ich einmal aufgebraucht meine Reinigungstücher von BW. Die nehme ich, um grob mein Make-up runterzunehmen. Und dann wasche ich mit Wasser nochmal nach. Ich trage ja nur Augen-Make-up und ein bisschen Blush. Ich trage ja keine Foundation. Wenn man jetzt Fullface mit Foundation und Concealer und so, dann reichen die nicht aus. Dann muss man nochmal mit einem Waschgel oder mit einer Waschmilch oder Waschöl oder Waschschaum nochmal nachgehen. Oder gleich Waschschaum, Waschgel, Waschmilch benutzen. Aber ich benutze die hier, um mein Augen-Make-up runterzunehmen und das funktioniert echt gut. Funktioniert auch gut für Lippen-Make-up. Steht zwar drauf, soll man nicht für die Lippen benutzen, aber das sind die einzigen Tücher, die meine Liquid Lipsticks richtig runterkriegen. Dann von Ebeline einmal dieser Nagellackentferner Express. Das Schwämmchen löst sich langsam auf und wenn man den Finger reinsteckt, da sieht man auch so ein bisschen die Nagellackreste. Wenn man den Finger reinsteckt, dann wird der Finger nicht richtig sauber. Also der Nagellack geht schon noch ab, aber der Finger hat dann Nagellackrückstände von den Nagellacken davor. Und wie gesagt, das Schwämmchen löst sich auf. Deswegen wird der ausgetauscht. Ich habe jetzt den von Isana, den Express-Nagellackentferner. Den finde ich auch sehr gut. Also da finde ich das Schwämmchen auch super. Ich gucke mal, wie langlebig das ist. Aber das gefällt mir doch sehr gut. Herr Muffin hat aufgebraucht Gillette 3 Einmalrasierer. Die mag er am liebsten. Die sind schön scharf. Die gefallen ihm gut. Dann habe ich eine Zahnbürste mal wieder ausgetauscht. Ich nehme immer diese hier von Dr. Best Professional Atemfrisch mit diesen kleinen Noppen. Die finde ich ganz gut. Alle 2 bis 3 Monate tausche ich unsere Zahnbürsten aus, weil das soll man ja machen. Außerdem sehen die dann auch irgendwann nicht mehr schön aus. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass die nicht mehr so richtig sauber machen. Dann hat Herr Muffin aufgebraucht dieses Duschgel. Das fand er richtig, richtig gut. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Das riecht richtig gut und pflegt und macht schön sauber. Ich habe das nie wieder gefunden. Ich glaube, ich habe das mal bei Lidl gekauft, als sie so einen Sonderaufsteller hatten. Aber nie wieder gefunden. Das Boost, duftaktiv, langanhaltender Duft, freigesetzt bei Berührung. Duft nach Zedernholz und Bergamotte, Duschgel und Shampoo. Er hat das jetzt nur als Duschgel benutzt.
Und das riecht halt so frisch und holzig und männlich und ah, sehr gut. Schade, dass das leer ist und ich hoffe, dass ich es mal wieder irgendwo finde. Vielleicht hat Lidl das demnächst mal wieder im Angebot. Dann habe ich einmal Juti Augenpads gemacht. Die haben schön gekühlt. Und ja, meine Augenpartie erfrischt. Davon habe ich auch noch ein paar im Backup. Dann die Hydrogel-Augentuchmaske Straffen mit Amethystpuder, Hyaluron und Koffein. Eine Riesenverpackung für zwei so kleine Pads. Das finde ich ja wieder ein bisschen doof, weil viel Verpackungsmüll. Aber die Pads an sich waren ganz gut. Haben schön gekühlt, erfrischt. Dann hat Herr Muffin ein Duschgel leer gemacht. Ice Chill von Axe. Das riecht auch gut. Ich mag die Axe-Düfte. Aber wir haben jetzt noch so viel Duschgel im Backup. Und ich habe ja No Buy My. No Buy im Sinne von keine Kosmetik, keine Drogerieartikel, kein Fast Food. Beziehungsweise nichts bestellen. Und ja, wir haben jetzt den 2. Mai. Noch ist alles gut. Noch habe ich nichts gekauft. Und Klamotten kaufe ich da auch nicht. Genau, habe ich auch genug. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht. Reine frische Dusche von CD, Baumwollblüte und grüner Tee. Das war so durchsichtig. Und das riecht so schön frisch. Da steht jetzt noch neu drauf. Oh, das ist so ein frischer Baumwolle, frisch gewaschene Wäscheduft. So ganz leicht blumig. Total geil. Also das, wer so frische Düfte mag, das ist auf jeden Fall toll. Das würde ich mir auch so auf jeden Fall sofort wieder nachkaufen. Nicht nachkaufen würde ich mir von Tracalmoon die Duschcreme Sweet Apple Pie Hugs. Die war ganz okay. Ist halt so ein süßlicher Duft, mag ich ja eigentlich ganz gerne. Aber die von Tracalmoon, das sind ja immer so Riesenpötte, 350 oder 500 ml. Und das dauert mir einfach zu lange, bis ich das aufgebraucht habe. Da habe ich den Duft so über. Ich kaufe mir nur so reguläre Duschgels wie das hier. Da sind dann 250 ml drin. Das kriegt man schnell aufgebraucht, beziehungsweise schnell. Einen Monat habe ich jetzt gebraucht. Aber ich dusche auch nicht so oft, weil das nicht so gut ist für meine Haut. Und deswegen braucht sich das bei mir eh nicht so schnell auf. Ich habe noch ein kleines Duschgel aufgebraucht von Balea. Dieses hier, das ist die Cremedusche Sensitiv. Ich weiß nicht, ob es die auch im Standardsortiment gibt. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Die gab es mal an der Kasse gratis. Fand ich gut, so ein leicht cremiger Duft. Cremige Konsistenz, hat gut sauber gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Cremedusche Sensitiv für sensitive Haut. Dann habe ich aussortiert, da ist jetzt noch so viel ungefähr drin, von Balea Limited Edition Duschpeeling Buttermilk and Lemon. Das ist einfach so alt. Das habe ich jetzt erst einfach mal ausgetauscht, weil das vom Geruch her geht es eigentlich noch. Aber das ist so Asbach-uralt. Ich glaube, das steht jetzt seit 2 Jahren in unserer Dusche und wird einfach nicht aufgebraucht. Das habe ich einfach mal ausgetauscht gegen ein anderes Duschpeeling. Und ich benutze auch nicht so viel Körperpeeling. Das benutzt eher Herr Muffin. Der war ganz enttäuscht, also ganz erstaunt, dass ich das ausgetauscht habe. Aber ich sage, ey, das steht hier 2 Jahre und keiner braucht das auf. Dann packe ich mal ein neues rein, weil besser wird's nicht. Mann, was haben wir alles aufgebraucht in einem Monat? Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe hier noch ein paar Masken. Die hat Herr Muffin gemacht. Eine schwarze Tuchmaske gegen Unreinheiten vom Action. Ich habe diese hier gemacht. Kollagen Booster Tuchmaske von Isana. Neue Premium Tuchqualität.
Die fand ich sehr, sehr gut. Die ist von der Passform sehr, sehr gut. Die ist von der Pflege sehr, sehr gut. Die riecht gut. Die hat mir echt gut gefallen. Davon habe ich auch noch ein Backup. Aber die würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, wenn es die noch gibt. Dann von Action die Pinguintuchmaske. Die war okay. Jetzt nichts super überragendes. Die musste man dann nach der Einwirkzeit auch wieder abwaschen. Und das mag ich ja nicht so gerne, wenn man die wieder abwaschen muss. Ich mag das gerne, wenn das Serum sich dann schön in die Haut einblendet und da noch ein bisschen Pflege gibt. Dann haben wir die Sephora Lotus Eye Mask. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben dazu. Die war dann war sie wohl ganz okay. Aber von Sephora, die Sachen sind ja recht teuer. Und würde ich mir dementsprechend nicht unbedingt nachkaufen. Außerdem habe ich noch so viele Yuti Augenpads. Damit kann ich noch einiges an Zeit überbrücken. Dann die Tuchmaske Calm Coco. Oh, hier ist irgendwas ausgelaufen. Na toll. Calm Coco habe ich einmal aufgebraucht. Die war ganz gut. Die riecht gar nicht so doll nach Kokos. Ich rieche mal eben dran. Ja, ist so Medium-Kokosduft. Auf der Haut hat es jetzt nicht so doll nach Kokos gerochen, aber die Pflegewirkung fand ich ganz okay. Aber ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Das war eine Limited Edition. Herr Muffin hat noch ein Duschgel aufgebraucht. Herr Muffin duscht nämlich täglich. Der braucht mehr Duschgel auf als ich. Das Duschlass Noir 2-in-1 anregender Zedernholzduft. Das gab es im Dreierpack bei Lidl im Angebot. Also das werdet ihr definitiv nochmal sehen. Vom Duft her. Oh! Habt ihr die Blubbelblase gesehen? Ja, anregender Zedernholzduft trifft es ganz gut. Ist so frisch, holzig, männlich. Das ist okay. Dann hat er aufgebraucht Guerlain Ideal Homme, ein Parfümpröbchen. Würden wir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Hier ist noch eine Verpackung von Augenpads. Noch zwei Masken. Einmal die Tuchmaske Früchteglück, 25 Jahre Balea Edition. Ist auch schon ein bisschen was her. Die war ganz okay. Der Duft hat mich jetzt nicht umgehauen und die Pflege auch nicht, aber es war ja eh eine Limited Edition. Und die Coco Cabana Tuchmaske. Davon habe ich noch ein Duschgel, was ich gerade benutze, und eins im Backup. Ich überlege, ob ich mein Backup weitergebe, weil dieser Coco Cabana Duft, der ist zwar ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich den unbedingt nochmal haben muss. Die Körpercreme habe ich auch, benutze ich aber nicht so regelmäßig. Dann haben wir ein bisschen Haare. Ich habe aufgebraucht von Bad Head. Die ist schon ein bisschen kalkig. Color Goddess Miracle Treatment Mask for Colored Hair. Ich habe ja jetzt meine Naturhaarfarbe. Nur an den Spitzen ist noch ein ganz bisschen Farbe drin, aber das meiste davon ist mein Natur. Deswegen brauche ich keine Maske mehr für kolorierte Haare. Diese hier riecht so ein bisschen nach Schokokaramell. Ist so eine bräunliche. So eine bräunliche Crememaske. Aber für gefärbte Haare, für braune, rote Haare, also für alle dunklen Haarfarben, braune Haarfarben, rote Haarfarben, violette Haarfarben, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Die Pflege ist so mittel. Die Konsistenz ist auch mittelfest. Und das kriegt ihr im Internet oder beim Friseur. Das ist halt Tiji. Tiji ist die Marke, Bad Head ist die Reihe und Color Goddess ist die Serie. Ja, kann man so sagen. Genau, und die Color Goddess Serie riecht halt so nach Karamell-Schokopudding.
Wer sowas mag und eine Haarmaske braucht, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man mehr Pflege braucht, würde ich die Anti-Dots-Reihe empfehlen. Da habe ich momentan auch die Maske Nummer 3 in Anwendung, die rote. Die riecht zwar nach Kaugummi, aber die pflegt so gut. Das ist... Ach, ich liebe die einfach. So, dann habe ich noch aufgebraucht von Ebelin den Nagellackentferner mit Aceton. Für intensive Farben mit Aloe Vera Duft, also Aloe Vera habe ich jetzt nicht gerochen, aber der macht wirklich die Nägel schön sauber. Wenn man das auf ein Wattepad gibt und dann die Nägel damit ablackiert, macht schön sauber, geht schnell, geht auch bei Glitzerlack schnell. Finde ich gut, habe ich schon ein Backup von. Ihr merkt, ich habe viele Backups und deswegen habe ich ja auch den No Buy My, weil ich brauche eigentlich nichts mehr. Ich habe alles 1000-mal im Backup. Aber mich erreichen, ich habe ein Tauschpaket, was jetzt noch in der nächsten Zeit kommt, und ein Trash-Paket, was noch in der nächsten Zeit kommt. Also ihr werdet trotzdem Neuzugänge sehen, aber so richtig aktiv für mich was kaufen werde ich jetzt nicht. Oder versuche ich jedenfalls. Ich habe noch eine Zahnpasta leer gemacht von Theramed Original Frisch. Die wurde mir von einer von euch mal empfohlen und die finde ich richtig gut. Jetzt benutze ich nur noch die und ja, die macht schön frisch, ist nicht zu scharf und die kann ich nur empfehlen. Die habe ich auch in einer anderen Variante jetzt in Anwendung und ein Backup. Natürlich habe ich ein Backup. Wem geht's noch so? Hände hoch. Dann hat Herr Muffin nach, keine Ahnung, 5 Jahren aufgebraucht den Bad Head Hair Stick for Cool People. Das ist ein Wachsstift, ein Haarwachsstift. Das Produkt sieht dann so aus. Riecht so wachsig. Riecht jetzt nach nichts Besonderem. Und das ist auch von TG. Das ist halt so ein Stick, den schiebt man hier hoch. Der ist leer. Und dann kann man entweder direkt das auf die Haare applizieren, am besten auf kurze Haare, weil der doch recht fest ist. Oder man macht ihn sich in die Hände und stylt dann seine Haare. Und den haben wir auch schon wieder nachgekauft für Herrn Muffin. Das war ja sehr ergiebig. Dann habe ich Mascaren aussortiert. Mascaren, Mascaras. Ich bin ein bisschen durch meine Schminksammlung gegangen und habe ein bisschen was aussortiert, was aber nicht mehr gut genug für ein Trash-Paket ist. Und habe ich einmal diese hier aussortiert. Die hatte ich mal zugeschickt bekommen, beziehungsweise mir ausgesucht, als ich was testen durfte. Die Bourjois Dark Kohl Mascara Beautiful Volume. Die hatte so ein ganz komisches Bürstchen. Damit bin ich irgendwie überhaupt nicht klar gekommen. Nee, die würde ich nicht nochmal kaufen. Dann die Kiss and Curl Mascara von Douglas. Die hatte ich mal im Adventskalender vor 2019, glaube ich. Die hatte auch so ein ganz merkwürdiges Bürstchen. Ja, die ist nicht mehr gut. Hatte ich jetzt auch lange. Darf dann auch gehen. Hat jetzt auch nicht so tolle Wimpern gemacht oder so, deswegen. Und ein Manakadar Beauty Simplified Conditioning Lash Primer. Der war mal in der Beauty Box drin, die ich vor 100 Jahren abonniert hatte. Und dementsprechend ist der auch völlig eingetrocknet. Riechen tut er jetzt nicht, aber der macht gar nichts mehr auf den Wimpern. Dann habe ich aufgebraucht. Irgendwas ist hier ausgelaufen. Detoxifying Facial Scrub. Brighten the Complexion. Normal to Dry Skin Types. Ein Gesichtspeeling. Das hat so ein bisschen nach Sauna gerochen. Nach Kräutern und Sauna.
Und ja, das fand ich ganz gut. Das hatte ich auch mal in einer Beautybox oder im Adventskalender. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich peele mein Gesicht so einmal die Woche oder alle 2 Wochen. Und dafür hat das ganz gut gereicht und hat auch einen guten Job gemacht. Ja, das fand ich ganz gut. Dann aussortiert das Essence All About Matte Oil Free Make-up Long Lasting. Das ist 100.000 Jahre alt und die Farbe ist auch einfach zu dunkel für mich. Und das will ich auch nicht mehr weitergeben, weil das schon so uralt ist. Dann habe ich. Jetzt brauche ich doch mal ein Tuch. Das ist ja völlig angeschmattert hier. Habe ich aussortiert von Alverde gebackenes marmoriertes Rouge Blumenwiese. Wäre bis 2008 haltbar. Ist noch gut, sage ich mal. Also es stinkt nicht oder so, aber es gibt auch keine Farbe mehr ab. Es riecht halt nach Alverde-Kosmetik. Ich habe da ordentlich drin rumgerührt. Aber da will einfach keine Farbe mehr runterkommen. Das kommt weg. Dann hat Herr Muffin noch einen Deo-Roller aufgebraucht von Nivea. Den Dry Active Deo-Roller. Den haben wir auch wieder nachgekauft, beziehungsweise einen anderen, aber auch von Nivea. Dann habe ich aufgebraucht von Essence The Velvets Almost Peachy, ein Monolidschatten. Den habe ich genommen, um mein Lid vorzubereiten. Wenn der Concealer drauf ist oder die Eyeshadow Base, dann mache ich immer so einen hautfarbenen oder beigen Lidschatten drauf. Habt ihr bestimmt schon mal bei mir gesehen, damit die gesettet wird und damit ich einen besseren Untergrund habe, einen ebeneren Untergrund für die Lidschatten, damit die Farben schöner rauskommen. Dann habe ich aufgebraucht Beauty for Real Finish Line 24/7 Liquid Eyeliner. Diesen hier. Der hat seinen Dienst getan. Jetzt malt er natürlich wieder. Na toll. Aber der macht keine schönen Striche mehr. Dann habe ich aussortiert Trended Up Waterdrop Brow Eyeliner. Brow Liner Waterproof. Der gibt einfach so viel Farbe ab. Und der ist mir auch zu rotstichig. Aber der ist eigentlich noch gut. Den könnte man vielleicht noch mal in ein Trash-Paket packen. Vielleicht freut sich da jemand anders drüber. Dann von Love Supreme Liner Eyeliner Black. Diesen hier. Der hat so eine kegelförmige Spitze. Damit komme ich nicht so gut klar. Und der malt auch nicht mehr so gut. Dann noch eine Mascara von Isadora, die Build-Up Mascara Extra Volume. Irgendwas ist hier ausgelaufen, das tut mir total leid. Die war ganz gut, aber für Isadora Mascara würde ich jetzt nicht das Geld ausgeben, weil ich die von Essence, die Mascaren einfach super gut finde und die kosten einen Bruchteil von dem, was Isadora Mascaren kosten. Dann habe ich Glitter in the Air Eyebrow Pomade Pen. Das ist einfach überhaupt nicht meine Farbe. Der ist an sich noch völlig top in Ordnung, aber der ist mir einfach zu hell. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat,
als ich den gekauft habe. Den habe ich nämlich auch mehrmals gekauft. Damals. Aber ich hatte ja nie wirklich helle Haare. Ich weiß nicht, warum ich den so oft gekauft habe damals. Das war eine LE. Dann von Essence Make Me Brow Eyebrow Mascara. Die ist mir zu grünstichig. Der eine ist mir zu rot, der andere ist mir zu grün. Aber ich benutze das einfach nicht mehr. Und das, ja, macht mir keinen Spaß mehr, also kommt das weg. Dann ist gekippt dieser Style London Pflegestift. Da ist so Gold drin und eine Rose. Oh, der stinkt ganz eklig. Der kommt weg. Und dann noch aussortiert von Alverde auch. Gebackenes Rouge Lolly Pink. 9,17 ist das abgelaufen. Das gibt auch keine Farbe mehr ab. Von daher kommt das weg. Dann habe ich hier noch ein paar Tübchen aus dem Douglas Adventskalender. Einmal The Ritual of Sakura Body Cream. Oh, ich liebe The Ritual of Sakura von Rituals. Ich habe mir auch eine große Body Butter davon gekauft, ein Peeling und einen Duschschaum, weil ich den Duft so geil finde. Ich stehe ja total auf Cita Lasso von Douglas, aber ich stehe auch total auf Ritual of Sakura von Rituals. Total Hammer, total lecker der Duft. Super, super geil. So blumig, süßlich, ein bisschen schwerer. Ach, total toll. Dann habe ich hier It's Prime Time von 123 Hydra Gel Cream. Smooth and Moisturizes. Das hat es auch wirklich gemacht. Also die Creme hat schön Feuchtigkeit gegeben und die Haut wirklich schön glatt gemacht. Aber die hat einen ganz komischen Duft, so chemisch. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Wenn der Duft schöner gewesen wäre oder neutraler oder gar kein Duft, wäre es okay gewesen. Aber das hat echt nicht so angenehm gerochen, leider. Dann noch von 123 das Waschgel, der Cleanser. Den fand ich auch ganz gut. War so ein Gel-Cleanser, hat die Haut gut gereinigt, hat sie nicht irgendwie irritiert oder so. Fand ich gut. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich habe noch so viel Waschgel und Schaumwaschzeug im Backup. Brauche ich alles nicht. Dann Overnight Activator von Tomorrow Labs. Das ist ja so eine ganz hochpreisige Creme. Der war reichhaltig, super reichhaltig. Und habe ich wirklich als Nachtcreme benutzt, nach dem Serum, nach dem Gesichtswasser, Serum und dann das hier. Und das war wirklich super reichhaltig. Also das, ja, fand ich gut, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil es mir zu teuer war. Oder zu teuer ist. Und weil ich jetzt No-Buy habe. Und ich habe ja noch ein paar Cremes im Backup stehen. Ja, naja gut, das war mein aufgebraucht April 2021. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüssi, habt einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das schaut. Und ich sende euch ganz viele Küsse. Eure Sophie.